OBS-Aufnahme, mal sehen, ob das geht. Also bei mir funktioniert es mit OBS. Ich bin mal gespannt. Das ist eigentlich OBS. Open Broadcaster Software. Achso. Eigentlich ein richtig geiles Programm zum Aufnehmen. Ja, eigentlich ist es ja zum Aufnehmen gedacht. Ja, eigentlich eher zum Stream gedacht, aber zum Aufnehmen auch super eigentlich. Ah, spielen, ich sollte vielleicht noch drauf drücken. Ja, das wäre sinnvoll. Ja, toll. Sitzung wird gestartet. Dum, 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 dum. Ah. Alter, mach die Hütte auf, ey. Ach, ihr seht's schon, ich sehe noch gar nichts. Das ist gut. Jetzt hat. Brauche ich hier klingeln. Oh, also habe ich auch schon oft genug gesehen. Got wind of what we're up to. Apparently killing a guy's closest associate puts a bit of a spotlight on him. Anyway, now I'm told they put a price on him. Guck mal, da ist der Rotschopf. Now, is that clear? Can we get going? All right. And remember, the professor's paying you, not me. Not me at all. So keep him alive. Based on this inmate transfer schedule, Bolingbroke are expecting a new arrival. One of you is going to intercept the transport, make sure it doesn't get there. Two of you are going to be taking our prison bus and making your way into the facility in its place. You'll be playing inmate and guard. Stay in character as long as it's useful. Immer Häftling. And make your way to the rooftops. I'll get on the radio. Ich klau den Bus. Meanwhile, the pilot ich will fliege. Have picked up the plane and be waiting on the evac. Holger kriegt das letzte. Genau. Holger kriegt das, was da keiner machen will. Der kriegt die Reste. Was bleibt denn übrig? Bertha. Nee, Sprengmeister bin ich. Achso. Dann bist du der Bertha. Ja. Oh, ja. Sprengmeister, der muss gleich den Bus in die Luft jagen. Und einen Helikopter fliegen. Genau. Und du musst mich dann gleich beschützen, ne? Das ist schon klar. Ja, ja. Na, dann nicken sie alle mal. Stellen uns mal ein. Nachdem ich jetzt auch weiß, wie ich im Helikopter die Waffe wechseln kann. So, ich bin. Kann so. Nichts ändern. Blue kriegt 30%, ich krieg 30%, Holger kriegt 30% und Officer kriegt 10. Sprengmeister. Ja, was zur Hölle? Nochmal. Sprengmeister. Und du bist dann. Bertha. Bertha. Und du möchtest Pilot. Du möchtest und Blue wollte Häftling. Ja, wenn, wenn Officer einen 10% kriegt, dann kriegt er 40.000 raus, ne? Dann hat er wenigstens die Anführerkosten wieder drin. Ich kann euch nicht mehr geben. Du musst bei dir runtersetzen. Du musst erst bei dir runtersetzen, dann kannst du mehr verteilen. Ach, ja, passt. Ah, nee. Kannst du lassen. Kannst du lassen. Nee, du. 80.000 ist schon eine vernünftige Belohnung, ne? Jo, passt schon. Ist schon viel Knete. Wir nehmen das, was er uns hinwirft. Ja, wäre Asi, er müsste jetzt dann wieder 5% bei sich runtergehen, damit er bei anderen 5% raufgehen kann. Dann würde er nur auf 25% kommen und wir würden alle auf 25%. Holger? Ja. Aber ich musste mal noch 40.000 zahlen. Ja. So. So, ich bin der Kampfpilot, ne? Kann ja nichts auswählen an Outfit. Schön mit der Sonnenbrille, weiß richtig, richtig cool, einen auf richtig cool machen. Oh, wie heißt denn mein Auto? Naja, egal. Nehmen wir das. Du kommst gleich in den Knast rein, ey. Erstmal die. Komm, hörst du da gleich erstmal. Ey, was macht der Rohschopf hier? Ja. Oh. Der Ginger. So, wir sind in unserem Flughafen, ne? Am Flugplatz. Ja, ich fahr selber. Bei mir kann keiner mitfahren. Ich muss den Bus klauen. Ich muss ja woanders. Holger und Blue können zusammenfahren. Ja, ja. Ja, erstmal wird eh wahrscheinlich fehlen. Nö, warum denn? Weil die Zeit ziemlich knapp ist. Bis ich dann am. Ist überhaupt nicht knapp. Scheiße, ich bin falsch gefahren wahrscheinlich, ne?
Jo. Mein Gott, das heißt, ich bin gerade eben ganz normal hingefahren, habe ein paar Mal irgendwo zwischen am Auto einen Zwangsstopp gemacht oder sowas. Und hab's geschafft, innerhalb, dass ich noch 5 Minuten Zeit hatte, um die Karre dahin zu fliegen. Also, als ich angekommen bin. Ja, ich muss nur aufpassen, dass ich nicht über Gefängnis fliege. Das ist richtig. Deswegen kannst du einen Sprengmeister machen? Ich klaue den Bus, spreng den Bus in die Luft und dann muss er eigentlich auf mich warten, weil ich krieg dann gleich Besuch von Jets. Dann mit Hilfe von dem Helikopter schieße ich die Jets runter. Und dann nehme ich euch am Ende auf. Oh, okay. Muss ich die nicht aufnehmen? Ich muss die aufnehmen, oder? Ja, und ich nehme euch alle dann auf, weil ihr liefert den ab und am Strand sammle ich euch dann auf. Ja, ich war noch nie so weit. Huch. Also wir haben immer schon gefailt, wo ich das immer gemacht habe. Ja, die Häftlinge haben das nicht hingekriegt. Ach ja, gut. Gut, dass... Ja. Die sehr positiv wirken, ne? Ja, das habe ich auch schon mal irgendwie geschafft, dass irgendein Häftling das nicht gepackt hat. Ja, ich bin Wärter. Na toll. Ich weiß nicht, wer von den beiden, der Wärter oder der Häftling, einer von den beiden hat es immer verkackt. Also ich habe gleich den Bus geklaut. Jo, ich bin jetzt am Flugzeug. Und wir sind noch 3,2 Kilometer vom Gefängnisbus entfernt. Ja, wie gesagt, ich fliege außen rum am Meer entlang, dann passiert mir nichts. Nee, flieg einfach direkt, dann fliegst du nicht übers Gefängnis. Also wenn du direkt drauf zufliegen? Ja. Okay. Wenn du ganz direkt drauf zufliegst, dann fliegst du nicht übers Gefängnis. Über den Berg drüber und dann... Okay. Boah, ich bin in der Luft. So, ich hab den Bus. Bin on the way. Komm, kraxel dich hoch. Uah, Turbulenzen. Turbulenzen, ich hasse das. Oh, shit. Einfach Offroad jetzt hier. Ah, jetzt ist es zu. Oh mein Gott, wir werden sterben. Ah. Okay, ich glaube, meine OBS-Aufnahme muss ich beenden. Meine CPU ist bei 100%. Ja, das ist schlecht. Ja, und er bringt rote Fehlermeldung. Okay. Ich komme gerade nicht an meine Kippe dran. Scheiße. Ich brauche rechts eine Hand zum Gas geben und linke Hand zum... Alter, kann die scheiß Tür mal zubleiben bei mir? So. Die also klappert ein bisschen. Ich fahre den Gefängnisbus dann. Würde aber cool kommen. Alter, die Tür geht mir gerade hier voll auf die Eier, ne? Die geht, irgendwann geht sie zu. Ey, würde mich echt interessieren, wenn ich jetzt als Fahrer eingestiegen wäre, ob das geht. Naja, wahrscheinlich wird dann die Route nicht angezeigt oder so. Ja, wir fahren jetzt zum Gefängnis. Ich bin gleich am Flugplatz. Ich bin noch nicht mal ansatzweise so nah. Das ist egal. Je früher ich oben bin, desto früher kann ich die Jets abballern. Desto weniger musst du ausweichen. Vor allem ausweichen mit so einem langsamen Ding, weil es Raketen ausweichen. Das geht mit dem richtig gut. Das ist ziemlich wendig, das Ding. Also, du kannst ziemlich schnell Richtung ändern. Ja gut, das stimmt auch wieder. Du darfst nicht die Schranke einfahren. Ich hab's gerade eine Viertelstunde gemacht oder so, weil der Typ es nicht auf die Reihe bekommen hat, den Mach auf hier. Kommt in die Luft zu bekommen. Ah. Was ist denn los? Ich glaube, hier passiert nichts. Ich hab gerade irgendwie Punkte bekommen. Ich glaube, wir mussten wirklich. Ja, danke. Jetzt kommen die Jets, ey, Alter. Aber ich kann nur nicht einfach die Schranke kaputt machen. Ach, da unten ist er. Ach, da unten bin ich ja. Ich bin ja schon da. Ich war halt außenrum. Ich mache einen Sturzflug. Ich komme. Ja, du musst jetzt ein bisschen rumfliegen, gell? Ja, ja, ich weiß. Gut. Durch den Zaun, ne, oder? Ich kein auf. Ich hab ja nur mal eben 5 Sterne. Oh, siehst du, hier machen sie auf. Okay, irgendwas ist da falsch. Ey, kann ich mal ein Maschinengewehr haben? Ich hab grad den Jet vor mir voll im Visier, ne? Du darfst mal... So, ich hol mir den... Kampfhubschrauber. Ich bin ganz ehrlich, ne? In der Ego-Perspektive werde ich nicht fliegen. Das ist krass, gell? Da siehst du ja nichts mehr! Da siehst du ja nur noch den Propeller und der Cockpit!
Und wir sind jetzt im Gefängnis drin. Oh, gleich geht die Action ab hier. Ich hab keine Waffe, wieso? Ach, da ist ja schon ein Gefängnis. Gleich schieß hier gleich den Typen ab und dann hast du da eine Waffe. Achso. Ach komm schon. Heißt halt. Mit meinem pinken Gewehr. Das ist so geil, pinkes Gewehr, ich hab's auch. Der Bär kann das Ding eigentlich ein Looping Gewehr fliegen? Mal gucken. Yo, das Ding schafft ernsthaft ein Looping, ey. Noch reden? Okay. Jetzt hast du auf einmal eine Waffe. Hä? Warum hab ich. Was war das? Ich hab keine Waffe gezogen. Auf einmal hat er eine Waffe gehabt. Warum hab ich plötzlich eine Waffe gehabt? Nimm dir am besten gleich die Waffen von den Typen hier. So, ich bin im Helikopter. Fuck! Woo! Die haben auch eine Pistole. Doch, der hat eine MP. Hä? Warum hatte ich. Ich habe aber keine Waffe gezogen? Nö, eigentlich nicht. So, hier geht's hoch, oder? Ach, da bist du, da sehe ich dich fliegen. Das ist ja keine gute Idee. Guten Tag. Ja, ist weg. Oder? Oh, Strömungsabriss, fuck! Kontrolle verloren. Ist weg. Oh, es kommt noch einer. Ja, du musst gleich auch unten das Feld noch sauber machen, ne? Du darfst vor, du hast die bessere Kanone. Boah. Wo kommt denn der andere? Ah, die sind unten, unter uns. Ja, oh, ah, da, ich sehen. So, wo sind sie noch welche da? Pfui. Sind alle weg? Einer ist da. Einer lebt doch noch, oder? Da. Sehr gut. Also meine Aufnahme ist... Uah! Ich wurde anvisiert! Woo! Boah, die war knapp an mir vorbeigezischt, ey. Da sitzt er. Der ist auch down. Jawohl, sauber. Ey, die Rakete hat mich wirklich ganz knapp verfehlt, müsste, ne? Zumindest, ja, ist down. Alter! Du hast gerade schon Panik geschoben, ne? Oh, noch ein Kampfjet. Da komm! Jo, ich weiche schon mal aus. Ich flieg hier schon mal Kurven wie so ein Irrer. Oh, ich hab wieder. Was? Mit dieser scheiß Waffe triffst du echt nichts. Oh, da habe ich ein Polizeifahrzeug ab. Oh, da kommt so ein Polizeifahrzeug. Das sehe ich schon. Fuck. Boah. Ein Jet ist in der Luft. Ja, ich weiß schon. Habe ich schon. Ah, sehr schön. Jo, der ist hinüber auf jeden Fall. Da geht er down. Da geht er down. Alter, ich mache gerade schon wahrscheinlich so unendlich viele Punkte dafür, dass ich die ganze Zeug hier abschieße. Ja, kann ich mir gut vorstellen, ey. Ja, du dürftest wahrscheinlich gleich Planty kriegen. Ich krieg wahrscheinlich eine Bronze. Eigentlich geht es ja nicht danach. Doch, doch, je nachdem wie viele Kills du hast in der Mission. Danach aber es wird auch mit der Rolle irgendwie die wird auch eingerechnet. Ja, ich krieg wahrscheinlich Bronze gleich nur, weil ich nichts abgeknallt habe. Gar nichts. Ja, wie lange lebt ihr denn? Ja, wohl kein Aussagen, ne? Alter, Jet was macht kommt. Ihr? Ja, ich sehe ihn schon. Trotzdem die Gefängnisbusier demonieren, ey. Oh, oh. Ich werde so dreist sein, hinter dem Jet fliegen. Das habe ich vorhin die ganze Zeit gemacht. Weil der Typ ja nicht gecheckt hat, mich hier... Dann kann der Jet mich gar nicht erst ins Visier nehmen, weißt du? Ey, der ist aber nicht so schnell unterwegs. Aber der Jet kann langsamer fliegen als du, leider. Ich hab's schon gemerkt. Hab ich den? Jo, der ist hinüber. Da triffst du echt nichts, ne? Mitten ins Wohngebiet rein fällt der. So, kannst du das Magazin auf die feuern und die sterben nicht.
Die haben Schutzwesten an. Meine Fresse, wie lange braucht ihr dafür? Wir haben relativ schnell den Alarm ausgelöst. Ey, mach mal hin, Alter, der Officer ist sonst gleich Level 100, ey. Wenn er so viel runterholt vom Himmel. Bald gibt's keine Kampfjets mehr im Spiel, dann können die keine mehr schicken. Ja, oder so. Ey, wie viele Magazine tust du drauf auf die Baller, ey? Da ist ein Jet. Der ist schneller als ich. Ah, ich hab ihn. Nio. Da kommen die Raketen und? Bessere Bewaffnung. Der Schütz. Ah, der stürzt sich ins Prison ab. Genau davor stürzt er ab. Wäre lustig gewesen, wenn die hier im Gefängnis durch den Kampfjet gestorben wären, der abstürzt. Jo, der war geil. Aber wenn er wie in GTA SA sein sollte, dann haben die alle. Sind die ganz woanders auf der Map. Nee, die sind alle. Wieder mal die Kräfte hier. Ah, der kommt doch immer aus derselben Einflugschneise eingeflogen, der Jetcam. Du könntest eigentlich da in der Luft stehen bleiben und einfach alles runterholen.